Willkommen zurück zu Tomb Raider. Nicht abgestürzt. Okay, ist nicht abgestürzt. Es geht weiter. Wir sind in dieser. Hallo Rosilana, wir sind in dieser schönen Kathedrale angekommen. Häschen Hyuga will Schinken von mir. Yay! Nimm reichlich, es ist da für alle. Genau, wir sind in der Kathedrale angekommen im Level Another Town. Das gehörte zum Adventskalender 2015 von TLE.net. Kann ich dich vielleicht verschieben? Nein. Meine Aufnahme läuft, ja. Dankeschön, PC-Lars, fürs Nachfragen. Nachfragen ist immer cool, weil manchmal vergesse ich es einfach. Ich habe es zum Beispiel im letzten Gothic-Stream vergessen. Das ist ein bisschen nervig. Okay, wir sind jetzt in so einem Hinterhof? Hinterhof der Kirche? Kirche? Ah, ein Friedhof ist das. Für ganz große Menschen, die ganz große Kreuze brauchen. Dann die Mitarbeiter des großen Kreuz begraben. Das große Kreuz kennt man ja. Die kommen einfach immer mit Medipacks und geben sie dir. Ziehen dann wieder ab. Okay, müssen wir anscheinend drinnen öffnen, würde ich vermuten. La, la, la. Messy Shambles, das, ich muss dazu sagen, das hier ist jetzt praktisch das hier war gerade eben die letzte Pause, wir streamen also nicht mehr so lang. Und da würde ich, glaube ich, lieber in dem Level hier weiterkommen. Allerdings kann ich gern mir dieses Level, ach, ich muss es mir mal aufschreiben, sonst vergesse ich's. Das war Robot Unicorn Attack. Oder, was heißt Level? Ich weiß ja gar nicht, was es ist. Aber ich google mal. Robot. Unicorn. Attack. So, ich hab's mir mal aufgeschrieben und im nächsten Stream werden wir es uns definitiv ansehen. Weil anscheinend wollen das ja recht viele sehen. Was ist? Das Spiel, das ist also ein Spiel. Ja. Okay, ist das cool? Das ist witzig. Okay. Kannst du dir noch auf dem Handy zeigen? Okay, okay. Also, Evolution. Ist jetzt Evolution oder nur Robot Unicorn Attack? Das verwirrt mich. Aber. Okay. Aber ich werde da auf jeden Fall mal reinschauen. Und für den nächsten Stream vielleicht, so am Anfang. Warum nicht? Messy Shambles hat was losgetreten. Okay, es ist. Es wird immer interessanter. La, la. Die Kirche überfragt mich gerade ein bisschen. Oh, oh, wow. Weeping Angels. Ich weiß jetzt nicht, war ich hier oben schon? Ja. Okay, wir müssen dieses Tor öffnen. Wobei ich keine Ahnung habe, was es mir bringt, wenn das Tor offen ist. Die Kirche ist gerade so untypisch für dieses Level, dass man erstmal nichts findet.
Genau pünktlich. Beschwerden bitte an die Deutsche Bahn. Hallo Petruschka, freut mich, dass du noch reinschneist. Wir spielen nicht mehr so lange, aber doch noch ein kleines Stück und ich hoffe, dass ich in der Zeit irgendwie weiterkomme. Gibt's hier vielleicht... Okay, auf den Säulen war ich halt schon. Aber die stehen ja nicht ohne Grund da. Mal gucke. Und Xinata Hyuga X. Hallo. Ah ne, Hinata Hyuga. Häschen Hyuga und Hinata Hyuga. Zufall? Vielleicht. Hoffe es. La. Ich glaube, Achim, wenn man nicht mehr subbt, dann verschwinden die. Und daran kann ich halt auch nichts ändern. Also, kurze Antwort, nein, leider nicht. So. Ja, dieser Raum hier verwirrt mich gerade total. Hallo, Tizianiolo. Kann man nicht irgendwo, kann man nicht einfach alles... Ja, kein Chris, aber die Säulen, die du meinst, sind Säulen, die bis nach oben durchgehen, oder? Hinata Hyuga, das, der nächste Streamplan auf YouTube, das weiß ich noch nicht, aber du siehst unter diesem Stream hier einen Streamplan in der Infosektion. Der ist immer aktuell. Das ist der aktuellste, den es gibt. Insofern, du kannst auch einfach kurz da reinschauen. Dann dürftest du alles wissen, was wichtig ist. Ja, einen Hinweis. Ein Hinweis wäre sehr schön. Vielleicht nicht direkt die Auflösung, sondern... Ja, ist eigentlich egal. Von mir aus auch die Auflösung. Kann in der Zeit nochmal bei den Säulen hier schauen, nur so richtig weiter geht es hier nicht. Okay, dann ist das anscheinend echt ein Zufall, dass sich die beiden Hyugas hier treffen. Du bist schon 2 Monate bei uns. Ach, Marco, ich weiß. Keine Ahnung, worauf du dich beziehst, Petruschka. Wir haben blau und schlau gelöst. Ja. Die Kiste kann man noch weiter verschieben. Die Kiste. In dem Hof mit dem Schneemann weiter draußen. Okay, ich guck mir erstmal die Kiste an. Diese Kiste? Wahrscheinlich die andere. Ich glaube, wir gehen erst zum Hof draußen. War das der Weg zum Hof draußen? Nee, der Hof war auf dem Boden. Ah, okay, Petruschka. Das weiß ich nicht. Ich habe halt noch nie... Ist eigentlich eine Sünde irgendwie, nur ich habe halt noch nie jemanden auf Twitch gesubbt und vor allem nicht mich. Ja, ob sie den... Oh, danke schön, White Lord. Ich habe keine Ahnung, wie ich das übersehen konnte. Wie dämlich von mir. Wo war ich? Genau, Käsekiste zum Verschieben. Obsidian-Ei, uns beiden geht's wieder relativ gut. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich topfit bin, aber offenbar reicht's zum Streamen. Das heißt, dass es für ziemlich viel reicht. Okay. Dann war jetzt draußen am Hof noch der Schneemann. Dieser Hof? Das ist nicht der Hof mit dem Schneemann, ne? Nein. Das ist der Friedhof. Ja, Pissilas, ich habe auch gesehen, wie du danach gefragt hattest, nur ich habe dir leider nicht antworten können, weil ich es, wie gesagt, selbst nicht weiß.
Ich bin so ein Dupe. Okay, die Kiste draußen. Ja, Eod, ich sehe, du hast recht. Ich sehe, übersehe manchmal total offensichtliche Sachen. Kein Schneemann. Naja, wir gehen erstmal. Zur Klappe, wobei eher nicht so. Der Hof mit dem Schneemann ist auch der Hof mit dem Brunnen. Genau, Achim. Natürlich. Hof mit dem Brunnen. Mein Gott, war da, hat da nicht das Level ge... Ach du Scheiße. Da ist das Level angefangen, oder? Okay, das dauert ein bisschen. Tschüss, Carina und Alice, die Lira und Trip to Rain und... Ah ne, die gehen alle nicht. Ach, hier, der Hof. Okay, ich hab's. Hier ist ein Knopf, den wir übersehen haben. Nope. Da vielleicht? Das ist nicht mehr der Hof. Ah! Okay, ich verstehe. Bei Seth liegt noch was. Hat das jetzt was im Brunnen geändert? Nee. Oder? Nee, so wirklich. Tschüss, Trip to Rain. Kein Chris. Okay. Okay, das bringt uns doch schon mal weiter. Diese Klappe hier, ne? Was ist mit der? Vielleicht geht die hoch, wenn wir unten sind. Ah, Secret. Okay, der Brunnen war ein Secret. Der Schalter von gerade hat praktisch die Klappe hochgefahren. Und wir gehen mal zurück in die... Wieso habt ihr die Vermutung, dass das nicht so gedacht war? Also, wie soll es sonst... Stimmt, wie komme ich wieder zurück? Scheiße! Ihr habt vollkommen recht. Ich kann ja nicht wirklich... Ihr könntet recht haben. Ich hab's nicht gewusst. Das war keine Absicht, nur... Anscheinend war das wirklich nicht so gedacht. Und jetzt haben wir ein kleines Problem. Nun. Also. Nicht so toll erstmal. Kann natürlich versuchen, mich sonst wie hochzubangen, nur ich glaube, auf normalem Weg geht das nicht. Da oben ist noch ein Gang in der Wand. Gegenüber von... Oh, danke schön. Das reicht nicht, das reicht nicht. Aua. Verkackt. Du hast verkackt. 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 Echt, Peter?
Yay! Das stimmt, Alice, die Lira. Oh, kleine Rattis. Wir ballern sie alle weg. Ich knall die Alte einfach ab. Okay, ich verliere nur Luft, nicht direkt Leben, das ist schon mal gut. Alice, okay, Alice. Was genau? Ich habe keine Ahnung. Genau so sieht es meistens aus, Kein Chris. Ich habe keine Ahnung. Sie ist, glaube ich, einfach nur gestorben, weil geht nicht. Er ist 23 Mal gestorben. Cool. Nee, 13. 13. Ich weiß nicht. Glaube ich, sei Yuri oder Eod? Anonymous. Ja, das mit den Pfeilen ist sehr hart, aber wir dachten, die Leute sollen es auch bemerken. Was war das für eine Lache? Egal. Da! Endlich dieser Old Key! Oh, mir Old Key. Wir haben ihn endlich benutzen können. Okay, was auch immer das ist, wir sollen es auf diese Plattform legen. Krass, wie scheiße verwinkelt das hier ist. Aber im Grunde genommen wollte ich nur raus. Wir waren ja direkt am Ausweg. Wo ist der? Hallo, Emma Oll. Ja, wir wollten mit dem Stream genau jetzt aufhören. Nein, dieses Mal nicht. Aber er ist bald vorbei, das stimmt. Nur nicht jetzt. So, hier war so eine komische Plattform, auf die sollen wir... Was war das? Was haben wir da gefunden eigentlich? Den goldenen Apfel. Hier sollten wir den goldenen Apfel platzieren. Oh mein Gott, finde ich das jemals wieder? Alles, was ich
Alles, was ich weiß, ist praktisch, dass es überirdisch war. Da ist es. Okay. Apfel. Nein. Die Tür konnte nur mit dem goldenen Apfel geöffnet werden. Oh, Pferd, kann ich das reiten? Nein. Ich habe langsam genug von Leuten... die ich reiten kann. Von Leveln, in denen ich Pferde reiten kann. Ringelige Äpfel. Ja, also wir haben jetzt tendenziell, da steht jetzt ein Pferd. Versuch nochmal mit dem Pferd zu interagieren. Nee, da passiert nichts. Vielleicht gibt es einen Schlitz, wo du Münzen einwerfen kannst. Item im Inventar. Nee, hab keine Items. Also keine zusätzlichen. Ich hab halt Flashlight. Warte. Ach, das sind die Dinger. Das war mein letzter, was? Na toll. Ja, okay, das Pferd ist nicht der Lösung. Was sehr komisch ist, weil warum soll man diesen bekackten goldenen Apfel suchen, nur um dann sich das Pferd angucken zu können? Keine Ahnung. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Ich würde sagen, wir gehen mal in diese Kirche zurück. Du musst Lasagne aus dem Pferd machen. Das wird die Lösung sein. Okay, White Lord. Das Pferd hatte mich gerade nur total irritiert. Okay. Tschüss, Pavavoke. Klassiker. Warum hast du eine Maske auf? Warum liegt denn hier Stroh rum? Entschied? De-Abo. Was? Ach, ich hatte total vergessen, wie ich da hochkomme. Okay, so. Und dann wollen wir mal hier hoch. Ja, und springen darüber. Schätze ich. Ja, so geht's auch. So sauge denn mein Glied. Och nee. Unser Markolein streamt... Oh, der Fuchs! Unser Markolein streamt noch etwa 10 Minuten.
Da ist das Schloss. Metal Gear Solid 2 Stream. Das ist dein Ernst, kein Chris. Und dann halt auch noch Metal Gear Solid 2. Das ist ein Zitat. Es macht irgendwie keinen Sinn, mich zu zitieren, wie ich etwas zitiere. Ja, Emma Oll, ich fürchte, du warst dieses Mal vielleicht dann doch wieder ein bisschen spät, weil es ist eigentlich generell so, dass ich sehr, sehr selten bis null oder nach null streame. Bin eher so der Abendstreamer. Wir haben schon Dishonored 2 geplant. Tatsächlich. Verschiebbare Blöcke. In dem Miniraum hier tatsächlich eher nicht so. Wobei der da? Nee. Special Nachtstream. Eher nicht. Ach, dieser. Dieser Block könnte. Ja. Okay. Danke für den Hinweis. Gib mir die Hand. Ich geb dir ein bisschen Pfand. Sascha, das ist geplant, wenn wir mit Uncharted 3 fertig sind. Was sich aktuell ja immer wieder verzögert hat, aber wir planen natürlich Uncharted 3 durchzuspielen. Und danach geht's in die Gefilde von Dishonored mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Worauf ich mich schon sehr freue. Es ist echt schwer, sich zurückzuhalten, wisst ihr? Und Entchen, ich plane halt. Gut, ich habe das schon mehrmals gesagt. Aber es ist halt so, ich plane keinen 24-Stunden-Stream, weil ich finde das total lame, einen 24-Stunden-Stream. Ich finde, nach 5-6 Stunden ist das sowieso nicht mehr interessant. Und alles, was da noch passiert, ist, dass hin und wieder ein paar Leute reingucken, um zu sehen, in welchem Zustand der Streamer ist. Aber das war's. Okay. Da ist gerade Wahnsinn passiert. Bin natürlich direkt dabei. Keine Ahnung, was ich mit einem Computerspiel meine. Halt irgendein Spiel, das ich mich noch nicht entschieden habe. Würde auch keiner so lange gucken. Ja, es ist es halt. Warum 24-Stunden-Streams? Nur aus Prinzip. Na, ich hasse das. So vielleicht? Okay, einfach mal den normalen Weg gehen. 24 Stunden Pinball-Stream confirmed. Genau. Gerade Pinball ist dafür bekannt,
die Zuschauer sehr, sehr lange in seinen Bann zu ziehen. Zwölf Stunden sind mir halt auch schon zu viel. Also 6 bis 8, das ist das Maximum, was ich bisher gestreamt habe. Und ich war am Ende immer... Ich meine, mir ging es noch gut und so. Nur mehr... Weiß nicht. Okay, was bringt mir das jetzt genau? Das ist irgendwie nur ein Rückweg. Oder ich habe irgendwo eine falsche Abzweigung genommen. Ja, am Ende war ich am Ende. Das stimmt schon. So kann man das, glaube ich, formulieren. Och nee! Lara, was soll denn das? Luat Game. Ja, ich kann mir, wie gesagt, leider nicht so ganz erschließen, was wir hier sollen. Aber es ist sowieso langsam Zeit gekommen für das Ende dieses Streams. 15 sterbe ich in diesem Spiel und über 100 sterbe ich im letzten Spiel, also Level in Simply Christmas. Messy Purple. Messy Christmas, so. Und ja, es hat mega Spaß gemacht. Messy Christmas war mal was ganz, ganz anderes, was total Verrücktes irgendwie. Und das hier ist... sehr, sehr liebevoll gemacht und ich bin halt tatsächlich am Anfang nahezu alleine durchgekommen, sehr, sehr weit. Das ist schon was Besonderes für meine Verhältnisse. Tut mir leid, PC-Lars, aber alles muss irgendwann ein Ende haben. Heute haben wir echt 6 Stunden gestreamt. Das ist cool, mal wieder so lang zu streamen. Sayuri... Wenn ich jetzt Ja sage, fragt der Nächste. Und wenn ich dann Nein sage, sagt er, aber bei Sayuri hast du Ja gesagt. Und dann streame ich bis in alle Ewigkeit. So ist es doch. Naja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ist ein cooles Level. Ich glaube, wir sollten das weiterspielen, oder? Ich fände es irgendwie doof, mittendrin einfach so aufzuhören. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat 2. Ja, ich denke, wir werden dieses Level hier weiterführen, fortführen. Und dieses, was war's, Robot Unicorn Attack Evolution Dingsbums, schaue ich mir mal an. Natürlich.